Ja, hallo, ich bin Herr Wari und ich bin hier zu Gast bei Miguelito mit Wildkamera. Wir wollen heute seine Wildkameras einsammeln und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit, guckt euch das an. So, das ist jetzt der Schnitt, dann gehen wir los, machen bla bla bla. Genau. Alles voll mit Fuchsbauten, Dachsbauten. Guck mal, hier siehst du auch die, hier, das ist Dachs. Hier siehst du das Trittsiegel. Trittsiegel vom Dachs. Also wenn man so einen getarnten Baumstumpf von Hardy hätte, dann wäre das hier wahrscheinlich ein guter Platz. Nur 91 Aufnahmen. Die gute alte T80. Sind gerade beim Wildkamera einsammeln. Wenn ich schon in der Nähe von Wari sein darf, nach so vielen Jahren, dann bin ich so aufgeregt, dass ich gar nicht mehr daran denke, das hier zu dokumentieren. Also machen wir bloß eine Kameraernte. Sprechen Sie jetzt. Ja, hallo, ich bin der Miguelito. Genau. Hallo, ich bin der Miguelito, der mit der Wildkamera. Diese kleine Mini-Wildkamera habe ich jetzt hier stehen gehabt, hier hinterrücks stehen gehabt. Gar nicht, weil ich da unbedingt tolle Wildtieraufnahmen machen wollte, sondern die Kamera ist eine Beobachtungskamera. Für andere Wildkameras. Genau, da hinten habe ich drei andere Wildkameras gehabt. Und für den Fall, dass die von übereifrigen Pilzsammlern entdeckt werden, ist die Kamera da, um das zu dokumentieren und festzustellen. Kreuzfeuer. Habe ich auch schon mal gemacht. Was hat mir jetzt gesagt? Da vorne hatte ich die Siumior CY70. Die wurde aber offensichtlich von einem Tier verschoben. Die hat nur knapp 70 Aufnahmen gemacht. Okay. Da hinten rechts war die Seca Cam Pro Plus. Die hat 250 Aufnahmen gemacht. Und deswegen, das ist immer das Schöne, ich postiere gern mehrere Kameras am gleichen Spot, um letztlich die Ereignisse aus verschiedenen Richtungen zu dokumentieren und einen anderen Gesamteindruck zu haben. Und ich mag auch die Lichteffekte. Hati mag das wiederum nicht, weil ihm das zu künstlich erscheint. Ja. Aber ich mag diese Art der Lichteffekte. Ja, mit seinem Hansemann. Oh, das ist die IG600, hä? Ja, genau. Meine Lieblingskamera. Ja, ist sie auf jeden Fall. Wobei sie, ja, sagen wir mal so, nicht so ganz uneingeschränkt meine Begeisterung teilt, gibt schon noch ein paar. Sie hat auch ihre Schwächen, ja. Also wenn eine Kamera neu ist, stelle ich sie immer ein auf Foto und Video, weil ich das Foto sehen will, was die macht, von der Qualität her. Danach stelle ich sie aber um auf Video. Für Jäger ist ein Foto wichtiger. Für Jäger ist ein Foto gut, um letztlich, wollen ja letztens meistens das Vorkommen, also wie genau. Die Tiere, sind die gesund, sind die verletzt. Richtig. Und das ist wieder der Klassiker, Wari, es kommt auf den Anwendungsfall an. Wenn dann immer die Frage kommt, gib doch mal eine Empfehlung ab, was ist deine Empfehlung, welche ist die beste Kamera, das kann man nicht pauschal beantworten. So, ich man muss jetzt halt mal wissen, was man machen möchte. Genau. So. Ich werde sie mal, das habe ich noch nicht gemacht, ich werde sie diesmal dahin hängen. Genau da, wo ich hingepullert habe. Genau. Ups. Er sucht nach einem guten Platz für die Wildkamera. Ich sag, Mensch, das passt ja wunderbar. So okay. Kannst du Kameras schützen. Was man hier? Jetzt weiß ich, was ich mit meinen alten Socken machen kann. Ja. Jetzt haben der Wari und ich hier unwahrscheinlich viel Spuren hinterlassen. Ja, müssen ein bisschen Laub drüber machen. Ja. So, wir sind zurück von unserer Tour und jetzt will ich dem Miguelito nämlich noch was zeigen. Ich habe ihm nämlich was mitgebracht.
Oh. So. Habe ich dir das hier mitgebracht? Das ist ein Feuerstahl, richtig? Richtig. Guck einer an. Na, das ist hier so konzipiert mit gewachsene Schnur, ja. Wie ein Docht. Ja. Oh, und warte, der Docht, der gewachs, das heißt, die Funken entzünden den jetzt quasi. Genau, ich mache ein bisschen blank, weil ansonsten geht es zu schwierig. Sieht zumindest martialisch aus. Oh, jetzt. Aha. Und das würde so hier wahrscheinlich nicht brennen, weil nicht genug Sauerstoff ist, weil es nicht ausgefranst ist, richtig? Genau. Und dann könntest du damit jetzt zum Beispiel deinen Grill anzünden. Ja. Oder dein Feuer. Und wie lange hält das jetzt? Okay. Das brennt, also das Seil hier, das würde wahrscheinlich Jahre brennen. Das Stückchen jetzt hier oben, also könnte man da praktisch das als Beleuchtung dann nutzen eine Zeit lang oder brennt das relativ schnell ab? Beleuchtung, das wäre zu schade. Ja. Da bräuchte man eine richtige Kerze. Mm, okay. So, das habe ich dir mitgebracht. Das ist cool. Super. Und in einer schönen Box. Cool. Ja, danke schön. So, das habe ich dir mitgebracht. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Und zwar ist es ein Tablettständer. Ah, das ist cool. Also das ist einer. Oh, das ist cool. Das ist ja witzig. Das ist einer. Man kann einen nehmen oder zwei. Ja. Oh, Wari. Das ist einer. Das glaubst du mir jetzt nicht. Das brauche ich gerade. Den habe ich selber gemacht. Das ist ultraleicht. Ey, das ist ja cool. Also super leicht und schmal. Oh, das ist ja cool. Na gut, wenn Tablet draufsteht, dann hält es auch. Ich habe mir das letztens aus Holz gebaut und es hat mich so überzeugt, dass ich gedacht habe, ich muss mir sowas kaufen. Jetzt kommst du mit zum Zeug um die Ecke gebogen. Ey, und super. Den habe ich selber gemacht. Also das habe ich selber gemacht. Ja. Das habe ich selber gemacht. Und das habe ich selber gemacht. Die beiden Sachen sind runtergeladen. Ja. Und den habe ich so gemacht, dass wenn man den so hinstellt, dass das Tablet so drauf ist. Ach so. Und dass wenn man den so hinstellt, dass das Tablet so drauf ist. Verschiedene Neigungen aufbauen genau. Kannst. Cool. Ja. Vielen Dank. Echt mega cool. So, und für Notfälle, na, jetzt für absolute Notfälle, habe ich dir sowas nicht gemacht. Emergency Food. Guck mal, wie lange das hält. Ja, das 2044. Warte mal, das sind ja noch... Sie haben ja 21 Jahre noch. Du Scheiße. Das ist eine, also ein Pack, das sind vier Teile. Das hält für einen Tag. Aha. Und schmeckt wie ausgetrocknete Socken oder sowas. Nee, ich habe hier was mitgebracht zum Kosten. Allerdings ist das hier der Standardgeschmack und das ist hier gemischt als Pizzageschmack. Pizzageschmack? Eieiei. Hm? Eieiei. Ah ja. Wie, und die muss man aber in Wasser auflösen oder ist das, wo man sich dann so zwei essen. Stunden drauf rumkaut und hinterher total pappesatt ist. Aber was ist das jetzt? Ist das jetzt eine gefriergetrocknete Pizza oder ist das irgendwie E356 zusammengeschaufelt mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern? Oder was ist das? Die Geschmacksverstärker sind, glaube ich, nicht drin. Also es ist so eine Art Weizenkeks mit Kräuter, mit Tomatenpulver. Hm. Es riecht aber wirklich nach Pizza. Mhm. Schmeckt auch ein bisschen nach Oregano, Käse. Mhm. Also es ist nicht so schlimm. Also schlimm, der Geschmack ist gut. Also es ist wie so ein Keks mit Pizzageschmack. Aber die Konsistenz ist wirklich so, als wenn du, wenn ich den Vergleich ziehe ihn jetzt mal. Stell dir vor, du bist in einer Notsituation und hast nichts anderes. Ja, ohne Frage. Ich versuche ja nur für irgendjemanden zu beschreiben, was das hier ist. Wie so ein Brühwürfel, der nicht gebrüht wurde, der einfach pulverig schmeckt. Aber nicht so salzig. Ja, nee, klar. Aber ich meine jetzt von der Konsistenz, es ist verdichtetes Pulver. Butterkeks. Aber Geschmack? Ja, vielleicht war es wirklich nicht so gut. Gib mir eins. Also der mit dem Pizza hier. Und da gibt es noch einen mit Kaffee, den habe ich auch schon aufgegessen mit meinem Kollegen, der war so lecker. Das sind die ganz neuen Sachen von Conva, also das ist Conva. Und die haben aber auch noch Schokolade, Energy. Was? Mhm, ja. Kann ich zwar heute Nacht nicht schlafen, aber das ist dann auch egal. Ich bin sowieso ganz aufgeregt, dass der Wari mich mal besuchen kommt. Und jetzt auch noch bekocht. Und auch noch bekocht, das auch noch. Und dann? Den habe ich übrigens selbst hingekriegt. Ach, und das war jetzt seitlich sind irgendwo Löcher, damit der jetzt nicht erstickt, richtig? Jetzt. Also die Flamme in der Mitte ist erstickt. Ach so. Und nur noch die Jets sind an. Ach so, ah ja. Mhm. Dann habe ich da noch was für später mitgebracht. Schwarzwälder Kirsch. Schwarzwälder. Alkoholfrei. Total.
Das ist jetzt ein Kuchen da drin, ne? Ja. Der ist total leicht. Mini-Kuchen. Hm? Schmeckt auch. Weißt du was? Das nächste Mal, wenn ich durchs Gebüsch robbe, mache ich nächste Vari-Gedenkens-Video, wenn ich den Kuchen verköstigen. Aber ich habe für dich auch was. Dauert noch einen Moment. Nichts Besonderes, aber ich möchte, dass du es mal ausprobierst. Ich habe mal mit dieser Firma Kontakt aufgenommen, nachdem mir ein Zuschauer gesagt hat, das Zeugs hilft gegen beschlagene Optiken. Und ich sage jetzt mal nicht, welche Erfahrung ich damit mache, aber ich benutze das tatsächlich. Und du machst mal deine eigenen Erfahrungen damit. Was ist das jetzt? Ist das jetzt Aluminium? Titangürfel. Ah, okay. Den nehme ich immer. Ja. Nichts anderes. Mhm. Also den und das. Mhm. Das ist eigentlich alles, was ich bei habe. Ja. Ach so, das ist auch noch, den habe ich dir vergessen zu zeigen. Noch ein Ständer oder was? Der gehört auch noch dazu. Das ist mein allererster, den ich gemacht habe. Und zwar mit Filamentdruck, nicht Harz. Das hier, diese Sache, Form hier, geht nicht mit Harz, weil das wird in einem Stück gedruckt. Mhm. Das ist eine Wurst, die praktisch gezogen wird. Und man kann es aufklappen. Mhm. Und Filament kann man nämlich in der Luft drucken, schwebend. Das geht mit Harz nicht. Mhm. Ja, also echt. Das ist wirklich witzig. Den hatte ich jetzt ganz vergessen. Ja, ich habe wirklich... Da waren Stereolithografie. STL, genau. Warum ist das so kompliziert, das Wort? Ja, gute Frage. Ich probiere jetzt mal dein Outdoor-Kaffee. Naja, es ist ein Kaffeemix. Ich habe meinen eigenen... Ist mir noch zu heiß. Striche sind hier an der Seite, aber es sind mehrere wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es gefüllt werden muss, aber kommt hin. So. Ja gut, wenn du diese Art von... Also, was trinkst du sonst normal für einen Kaffee? Normalen Bohnenkaffee oder was? Ja, na, ich mische dann meistens löslichen Kaffee, Milchpulver und ein bisschen Braunzucker. Okay, jetzt würde ich sagen, er sieht wie normales Essen aus. Riecht sagen wir auch. Mal so. Also zusammengepumpt, aber es sieht nach normalem Essen aus. Ja, es ist halt gefriergetrocknet. Ja. Probier mal. Ich nehme mal hier meinen Kaffeelöffel. Na, ich glaube, ein kleines bisschen muss auch noch stehen, oder? Heiß wieder. Meinst du, das Hühnchen, ist das so klein geschnipselt, dass man das nicht sieht? Ja, das sind die Würfel da drin. Ah, okay. Das sind ganz kleine Chips. Mm. Und da muss man sich nicht mit 4K boosten, das ist totaler Unfug. Ich hab da was vergessen hier. Eieiei, was nu? Ach du Scheiße. Das ist die's, ja. Ich hab's im Rucksack. Weißt du, welche das ist, mit wie viel Prozent die ist? Die beste. Das habe ich bei meiner T80 gemacht. Ich habe die aufgeschraubt. Schicke ich dir nochmal ein Stück zu. Nee, das reicht ja. Ich hab einen ganzen Meter gekriegt. Da kannst du ja ganz viel mit. Infrarotleuchten sind ja auf der Platine befestigt. Und wenn du die Platine löst, kannst du hier von innen super das Ding draufkleben. Hm. Und es ist dann natürlich vor Feuchtigkeit geschützt. Aber dann ist die ja verkehrt rum. Das stört nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Wir hatten auf jeden Fall Spaß hier und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Euer Miguelito.